Jo, 35 Jahre ist her. Unfassbar, oder? Ja, krass. 35 Jahre. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 32, gell? Alte Scheiße. Also, ist echt krass. Einer der wichtigsten Verzerrer überhaupt. Also, ein legendäres Teil. Sehr, sehr beliebt, um vor Röhrenems für ein bisschen, ja, für ein bisschen Verzerrung zu sorgen und auch vor allem die Frequenzen aufzuräumen. Richtig, genau. Früher, gerade wo die Gitarren sehr wenig Output hatten und die Röhrenems auch noch nicht so viel Gain hatten, war das eine super Möglichkeit, noch mal ein bisschen Tinte auf den Füller zu kriegen, sozusagen. Und wir feiern dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum und haben einen ganz speziellen Tube Screamer. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, Tube Screamer, das Ding ist doch erfunden, was will ich da noch machen? Aber wir haben hier tatsächlich eine ziemlich coole Idee eingebaut, und zwar wir haben eine normale TubeStreamer TS-808-Einheit auf der linken Seite, und rechts könnt ihr sehen, unter dem grünen Licht ist ein Booster versteckt. Und so ein Booster wird in Kombination sehr oft verwendet mit dem TubeStreamer. Die einzige Sache, an der sich die Geister scheiden, ist, mache ich den Booster vor dem TubeStreamer oder danach? Genau, weil wenn du davor hängst, wird die Verzerrung mehr. Genau. Wenn du danach schaltest, wird die Lautstärke des verzerrten Signals höher. Richtig. Das ist also ein völlig anderer Ansatz. Klar, völlig andere Kombination. Und wir haben hier in diesem Gerät die Möglichkeit, eben on the flight sozusagen auszuwählen, wo ich es haben will. Ich habe den Pre- und den Post-Schalter, und damit kann ich eben genau diese Problematik für mich selber sehr individuell mit einem Schalterklick rausfinden, was ich denn überhaupt will.